Hallo, mein Name ist Alex Radermacher. Herzlich willkommen zu unserem 11. Nachrichtenüberblick der Fraktion Die Zukunft, die sich aus Volt, UWG Aachen und der Piratenpartei zusammensetzt. Heute präsentiere ich die Themen Stellungnahme zur neuen Koalition von Grünen und SPD mit Matthias Achilles, Unterstützung der queeren Community mit Tjaak Zimmer, Ratsantrag verpflichtendes Sandrecycling mit Jörg Bogoczek und Wechsel in der Fraktion mit Dirk Schagun und Matthias Achilles. Stellungnahme zur neuen Koalition von Grünen und SPD. Seit November gibt es in Aachen wieder eine feste Koalition. Die ersten Jahre der Wahlperiode waren noch von wechselnden Mehrheiten geprägt. Nun haben aber die Fraktionen von Grünen und der SPD nach langen Verhandlungen entschlossen, für die restliche Zeit der Wahlperiode eine feste Koalition einzugehen. Unser Ratsherr Matthias Achilles, der einige Brücken zwischen den beiden Fraktionen gebaut hat, so munkelt man, wird nun für uns Stellung beziehen. Grüne und SPD haben sich nach Jahren, zwei genau, der Ratsarbeit zu einer Koalition zusammengefunden. Und was man hört, war das schwierig genug. Für uns als Fraktion Die Zukunft bedeutet das natürlich erstmal, dass wir außen vor sind. Wir werden sozusagen in die Oppositionsrolle gedrängt, sind nicht Teil der Mehrheit. Das ist uns aber erstmal egal. Wir wollen konstruktive Politik machen. Wir wollen diese Stadt voranbringen. Und in diesem Sinne freut es uns fast, dass es eine progressive Mehrheit gibt, die hier eine Koalition schließt. Eine Mehrheit, wo wir die Hoffnung haben, dass wir weiter Einfluss darauf nehmen können, was in Aachen passiert, weiter dafür kämpfen können, dass Themen vorangebracht werden, die andere Fraktionen vielleicht übersehen. In diesem Sinne muss sich die neue Koalition an ihren Taten messen lassen und auch daran, wie offen sie mit sinnvollen und konstruktiven Anträgen unserer Fraktion umgeht. Der erste Prüfstein dafür wird die kommende Haushaltsberatung sein. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit und hoffen, dass es nicht so wird wie in den Zeiten der Großen Koalition in der letzten Ratsperiode. Unterstützung der queeren Community. In Aachen fand in diesem Sommer nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Christopher Street Day, kurz CSD, statt. Der CSD hatte mehrere tausend BesucherInnen und hat gezeigt, wie groß diese Community doch ist. Diese Community braucht jedoch Unterstützung in Form von Anlaufstellen, Freizeitangeboten, Jugendarbeit und Aufklärungsarbeit. Der Rainbow e.V., als Dachverband mehrerer queeren Initiativen, hat einen Antrag an Stadt und Politik gestellt und bittet um Unterstützung. Unser sozialpolitischer Sprecher Tjaak Zimmer von Volt war dafür beim Rainbow Zentrum. Wir befinden uns hier beim Rainbow Zentrum, dem Zuhause des Rainbow e.V. und dem Knutschfleck e.V. Diese beiden Organisationen sind wichtige Anker der queeren Community hier in Aachen. Sie sind auf uns zugekommen und haben von der Stadt 200.000 Euro für ihre wichtige Arbeit im kommenden Jahr beantragt. Nach unserer Unterstützung bei der Suche und Beantragung von Fördermitteln fordern wir nun für den nächsten Haushalt 75.000 Euro der Stadt. Aber auch die Städteregion sollte sich bei diesem Verein beteiligen und die adäquate gleiche Summe auch in ihrem Haushalt verankern, um die wichtige Arbeit dieses Vereins fortzuführen. Ratsantrag verpflichtendes Sandrecycling. Die Baubranche ist eine der größten Branchen, die Ressourcen verbraucht. Was es mit dem Thema Sandrecycling für die Stadt auf sich hat, wird nun unser Fraktionssprecher Jörg Bogoczek von Volt erläutern. Was sich viele nicht vorstellen können, Sand ist mittlerweile ein knappes Gut. Zwar gibt es weltweit eine Menge Sand, doch nicht jeder Sand ist auch zum Bauen geeignet. Wüstensand ist zu rund geschliffen und verfügt über keine Kanten, die sich untereinander verhaken können. Aachen hat sich im Rahmen der Circular City Declaration im Oktober 2021 zum Prinzip der Abfallvermeidung und Ressourcenschonung durch Einsatz zirkulärer Werkstoffe und somit auch von Bauabfällen und Sand verpflichtet. Unser Ratsantrag Sandrecycling soll den Sandeinsatz reduzieren bzw. substituieren. Verfahren für das lokale Recycling, zum Beispiel bei einer Nassklassierung, sollen in Aachen etabliert werden. Wechsel in der Fraktion. Kommunalpolitik ist ein zeitaufwendiges Ehrenamt. Oftmals ist es nur schwer mit Familie und Beruf vereinbar. Unser stellvertretender Fraktionssprecher Matthias Achilles wird die Stadt Aachen leider verlassen und ist daher gezwungen, sein Ratsmandat niederzulegen.
Für Matthias Achilles wird Dirk Chagun von der Piratenpartei nachrücken. Wir wünschen Matthias Achilles an der Stelle alles Gute für seine Zukunft und danken ihm für seine tolle Arbeit. Gleichzeitig heißen wir Dirk als zukünftigen Ratsherrn willkommen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Hi Leute, wir haben Neuigkeiten aus dem Rat für euch. Ich werde mein Piraten-Ratsmandat zum Ende des Jahres abgeben, weil ich nach Köln ziehe. Ich werde leider die schöne Stadt Aachen verlassen und die Kommunalpolitik kann mir leider nicht folgen. Aber Dirk wird für mich übernehmen, mein Ratsmandat weiterführen und kann sich jetzt mal kurz vorstellen, damit ihr wisst, welchen Piraten ihr in Zukunft für eure Themen in Aachen anschreiben könnt. Ja, mein Name ist Dirk. Ich bin auch schon ein paar Jahre in der Kommunalpolitik aktiv, habe die Piraten bisher im Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz und im Stadtbetrieb vertreten. Ich werde jetzt natürlich die Ausschüsse von Matthias weiterführen und natürlich auch im Rat aktiv sein. Herzlich willkommen im Rat. Dankeschön. Wenn euch unser Nachrichtenüberblick gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Kanal. Kommentare sind auch herzlich willkommen. Wir wünschen allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2023. Tschüss und bis zum nächsten Mal.